Schön, dass ihr heute da seid. Und ich habe uns so gedacht, neben einer Sache, die wir viel zu wenig machen, nämlich was wir gerade getan haben, wirklich diese Herrschaft Gottes über auszurufen. Das ist ja sowas, wie der Steffi gesagt hat, es ist quasi auszusprechen. Da liegt was drin im Aussprechen. Wir denken immer sehr viel als Christen und gerade als Deutsche. Wir denken uns das alles im Kopf so zurecht und sagen es Gott vielleicht auch mal ganz leise vorm Einschlafen. Aber Dinge wirklich auszusprechen in die Welt hinein, dass Gott dein Herrscher ist, dass Gott mein Herrscher ist, das hat schon immer was verändert. Gott hat die Welt geschaffen, indem er gesprochen hat, nicht indem er geschwiegen hat und sich's erdacht hat. Und deswegen ermutige ich da euch wirklich, dass, wenn das manchmal auf euch komisch vorkommt, aber das mitzumachen und zu sagen, okay, nee, ich spreche das mit aus, weil ich daran glaube und weil ich weiß, dass Worte Macht haben. Gott hat uns machtvolle Worte gegeben. Und eine zweite Sache, die mir heute so noch wichtig geworden ist, die wir manchmal viel zu selten machen, ist Gott zu loben für das, was er tut. Ich komme am Ende meiner Predigt darauf, warum wir eigentlich als Christen zusammenkommen. Was die Bibel sagt, warum wir in Gottesdiensten zusammenkommen, das ist zurück auf die Urgemeinde, die sich gegründet hat, nachdem Jesus quasi gegangen ist. Sie sind gekommen, haben sich getroffen und haben Gott angebetet und Gott gelobt und haben die Dinge erzählt, die Gott tolle gemacht, die alles so gemacht hat. Und wenn ich so zurückgucke in unseren Kalender, was in den letzten Wochen so los war, das schießt ja so an uns vorüber und dann gibt es schon wieder neue Dinge quasi, die uns vielleicht begeistern. Alleine die Wundervollkonferenz, ich war jetzt körperlich nur kurz anwesend, mit Stapelsachen irgendwie draußen als Hilfe, aber was ich gehört habe, was hier passiert ist, Zeugnisse, Leute sind gesund geworden, also Frauen sind gesund geworden. Ich habe von einem Jungen gehört, der mit seiner Mutter hierher vielleicht musste und so von Gott berührt worden ist, dass er nicht wusste, was mit ihm geschieht. Er wollte einfach danach immer mehr von diesem Gott hören. Das ist unser Gott. Und ich glaube, diese Dinge auszusprechen und Gott dafür Danke zu sagen, das fehlt uns manchmal. Wir sind da so reserviert und ja, das ist halt so. Wer weiß, was das war. Aber es auszusprechen und Gott Lob dafür zu geben, das ist das, was die ersten Gemeinden gemacht haben. Und ich glaube, dort dürfen wir uns einreihen, wenn wir uns treffen. Wir haben nicht den Grund, und das will ich nochmal deutlich machen, hierher zu kommen und zu sagen, mit Mühe und Not, der Gaul war tot, mal gucken, was heute passiert, ob ich irgendwie erfrischt wäre. Sondern wir kommen hierher, weil wir wissen, dass Gott so viele gute Dinge in unserem Leben bereits getan hat und immer noch tut. Und Gott, dafür will ich dir von hier vorne jetzt einfach mal Danke sagen. Ich danke dir für die Wundervollkonferenz, die hinter uns liegt. Ja, das ist nur ein Punkt irgendwie im Jahr gewesen, aber Gott, du hast dich verherrlicht. Du hast wirklich gezeigt, wer du bist. Und du hast gezeigt, dass du ja, von der erwachsenen Frau bis hin zum kleinen Kind, alle, die hier waren, dass du ihm begegnen wolltest und dass du ihm begegnet bist und dass du immer noch mächtig bist, dass du der Gott bist, der heilt, dass du der Gott bist, der körperlich heilt, aber auch seelisch heilt. Ich danke dir dafür, dass du uns da immer wieder so dienst und dass du uns wirklich frei machst. Du bist der, der wirklich frei machen kann. Ärzte können an uns rumdoktern oftmals, Psychologen können uns Ratschläge geben, aber du kannst wirklich frei machen, Gott. Und das will ich einfach von hier vorne nochmal bekennen. Und ich danke dir dafür. Und du darfst weitermachen. Wir laden dich wirklich ein, auch heute jetzt in diesem Gottesdienst, mit dem, was ich vielleicht jetzt hier sage, dass du uns berührst in unserem Herzen und dass du uns dort einfach irgendwas zusprichst, wo du genau weißt, dort ist irgendwie was verkümmert, dort ist was kaputt, dort ist was verletzt. Und ich danke dir dafür, dass du Herzen gesund machen willst heute an diesem Abend, Herr. Amen. Ich bin recht kurzfristig eingeladen worden zum Predigen quasi für meine Frau. Eigentlich sollte eine Predigtreihe stattfinden. Letzte Woche hat sie entschieden, dass das nicht stattfindet. Und dann hat sie noch entschieden, dass er heute gar nicht da ist, sondern gerade bei Campfire in Schneeberg ist. Und ich darf heute predigen und ich habe Gott, normalerweise gehe ich mit dem Thema schwanger so ein bisschen, also als Mann schwer mit schwanger gehen, aber ihr wisst, also ich beschäftige mich mit dem Thema länger und denke drüber nach und das sortiert sich dann so in meinem Kopf und diesmal war wenig Zeit und ich habe Gott gefragt, was ist denn das Thema für heute Abend? Und die Antwort war, folge mir nach. Dann habe ich gedacht, oh Gott, Mensch, folge mir nach, da habe ich schon so oft drüber gepredigt, irgendwie so über dieses Ding, Jesus ruft und wir gehen mit. Und tatsächlich hat Gott die letzten zwei Tage genutzt, um mir einfach dort nochmal sein Ding für heute Abend zu geben, was er uns heute Abend, glaube ich, sagen möchte. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das einfach hören. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht irgendwie ein altes Ding, wo er sagt, habe ich schon alles unter den Füßen. Und für andere ist es vielleicht an manchen Punkten heute sowas, wie was weggewischt wird. Und einfach vielleicht so Gedankenmuster auch manchmal so zerbrechen, die wir uns selber so gebaut haben. Der Satz, folge mir nach, kommt definitiv in der Bibel vor, und zwar hat es
Jesus zu seinen ganz vielen seiner Jünger gesorgt, denen er begegnet ist, ganz am Anfang. Da ist so an den Leuten vorbeigelaufen, hat sich mit denen ein bisschen beschäftigt, hat sie ein bisschen herausgefordert und hat dann irgendwann gesagt, komm, folg mir nach, lass alles zurück, komm mit mir, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Und so wurde Petrus, Matthäus und wie sie alle heißen, von Jesus aufgefordert mitzukommen. Und das Leben hat sich von heute auf morgen in eine spannende Reise verwandelt. Mein Sohn hat mich gefragt diese Woche, was gibt es für eine Predigt am Wochenende, was ist das Thema, habe ich gesagt, folge mir nach. War kurze Pause am Esstisch und dann hat er gesagt, Papa, was würdest du denn jetzt machen, wenn Jesus hier stehen würde und dich fragen würde, ob du mitkommst? Gute Frage. Gut, dass es in dem Moment nicht geklingelt hat und Jesus das gefragt hat. Und ich habe einfach gesagt, ja, vielleicht kommt man als Eltern manchmal so in diese Not, weil natürlich auf der einen Hinsicht ist eine Angst in meinem Sohn, was ist denn, wenn da jetzt geht? Die habe ich irgendwie so in seinen Augen gesehen, weil er ja weiß, irgendwie die Jünger haben vieles zurückgelassen und sind losgelaufen und dann war vielleicht ein Papa oder ein Ehemann nicht da. Und auf der anderen Hinsicht ist es natürlich auch leicht immer zu sagen, wir folgen Jesus nach und wenn es dann drauf ankommt, ist die Frage, machen wir es denn auch wirklich? Oder bleibt man dann sitzen und sagen, naja, ich habe es so schön hier und ich habe ja Kinder und ich habe alle 1000 Ausreden, warum ich quasi hier bleiben soll. War eine spannende Frage, konnte Ihnen nicht 100% die Antwort drauf geben, aber ich habe gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass ich jetzt schon mit ihm unterwegs bin, auch wenn ich noch hier mit am Tisch sitze. Die Nachfolge zu Jesu Lebzeiten, die hat ein bisschen anders ausgesehen als diese Nachfolge, in die wir jetzt gerufen sind. Zu Jesu Lebzeiten war es ganz wichtig, wenn du was über Jesus lernen wolltest, dass du mitgegangen bist. Da gab es nicht irgendwie danach einen CD-Stand, wo du hättest was abholen können und quasi die Botschaft Jesu kommen hättest können, sondern der Aufruf war da, komm mit mir mit, guck, was ich tue und lern davon. Erlebe es, erlebe, wie das Evangelium, wie das, was ich bringe, lebendig ist. Und es war automatisch, dadurch, dass Jesus ja quasi als Wanderprediger unterwegs war, war das damit verbunden, dass sich die Leute auf den Weg gemacht haben und mitgelaufen sind. Manche vielleicht die ganze Zeit, andere haben quasi immer so die Hotspots besucht, wo man wusste, jetzt predigt Jesus, da komme ich mit hin und höre mir das Ganze an. Aber es hatte damit zu tun, loszugehen und Jesus zu folgen, irgendwie an ihm dran zu bleiben. So nah, dass du ihn ohne Verstärker hören konntest. Im biblischen Kalender, wenn man es jetzt mal so anguckt, liegen wir ja jetzt gerade so zwischen dieser Zeit, wo Jesus gekreuzigt worden ist und auferstanden ist, wo er sich seinen Jüngern gezeigt hat und dem, dass Jesus quasi wieder in den Himmel gegangen ist und der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. In dieser Zwischenphase halten wir uns gerade auf. Und für die Jünger war das damals eine echt krasse Zwischenphase, weil die haben das nicht irgendwie jedes Jahr durchlebt und wussten, es kommt Pfingsten und dann kommt der Heilige Geist und dann wird alles anders. Sondern für die Jünger war das das allererste Mal, was sie dort erlebt haben. Da war ein Jesus, dem sie die ganze Zeit gefolgt sind, was viel gekostet hat, glaube ich, mit ihm mitzugehen. Also einige war das nicht irgendwie so eine leichte Entscheidung, sondern es war wirklich eine Gewissensentscheidung, wirklich so eine schwerwiegende Entscheidung, weil das hätte alles verändern können. Sie wussten nicht, wann kommen sie wieder, sie wussten nicht, was passiert, sie wussten nicht, ist es gefährlich. Sie wussten vielleicht auch nicht, ist es wirklich der Richtige, dem ich dort folge. Und dann war dieser Jesus auf einmal, da hat zwar viel davon geredet, dass er stirbt und dass er wieder zum Vater geht, aber verstanden, merkt man ja in der Bibel, haben sie es nicht so richtig und wollten sie es vielleicht auch nicht verstehen. Und dann war dieser Moment, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass sie ihn beerdigt haben. Und der Steffi hat es so schön erzählt und dann war das Grab zu und die Jünger haben sich quasi verkrochen in ihrem Zimmer und haben gesagt, wie geht es jetzt hier eigentlich weiter? Was passiert denn jetzt? Und dann lesen wir natürlich schön weiter, dass Jesus sich gezeigt hat, dass er einzelnen Jüngern begegnet ist, dass er den großen Zweiflern die Wunde gezeigt hat und gesagt hat, nee, ich bin's wirklich. Ich habe den Tod besiegt, ich bin auferstanden. Es hat sich gelohnt, ich habe nicht verloren, sondern ich habe gewonnen. Und dann hat er immer wieder auch schon vorher gesagt, danach kommt einer, nach mir, also nach Jesus wird einer kommen, der wird immer bei euch bleiben. Der wird in euch sein. Und der wird all das auffüllen, was verloren geht in dem Moment, wo ich diese Erde verlasse. Und er sagt dann zu seinen Jüngern, dass sie quasi in Jerusalem bleiben sollen, warten sollen. Und dann kommt dieser Heilige Geist, Pfingstfest, was jetzt kurz vor uns liegt. Und der Heilige Geist kommt und die Jünger merken, was das bedeutet, wenn Gottes Kraft in sie hineinkommt und in sie einzieht. Was bedeutet das jetzt für uns ganz persönlich, quasi Jesu nachzufolgen?
Wir können uns leider nicht geschichtlich einreihen in dieses, wir laufen erstmal ein Stück mit Jesus, sondern wir sind eigentlich ein Stück weit informierter quasi über die Story von Jesus. Wir wissen, dass es das alles, was alles passiert ist. Wir wissen das von diesem Heiligen Geist. Wir wissen, was dort alles passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass unsere Nachfolge, und das ist das, was Gott mir wichtig gemacht hat, definitiv anders aussieht, wie die Nachfolge der Jünger zu der damaligen Zeit. Und wenn du denkst, das genauso nachmachen zu müssen, wie die Jünger damals, ich glaube, dass Gott dich zu was anderem ruft. Ich habe heute so ein paar Punkte mitgebracht, wo ich einfach gedacht habe, die sind wichtig, dass wir uns die einfach mal kurz angucken, und wir werden da nicht bei jedem Punkt gleich lang bleiben, und es ist ja nicht irgendwie chronologisch und sortiert und danach ergibt es ein Schema, sondern das sind einfach so Punkte, die mir gekommen sind, die Jesus wichtig waren, und wenn sie Jesus wichtig waren, die auch uns wichtig sein sollten. Ich lese mal kurz Johannes 12, 23 bis 26. Er sagte ihnen, die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich weiß nicht, ob die das erstmal verstanden haben. Jesus war für die schon absolut herrlich. Die haben Sachen erlebt, wir kommen wieder zu der Serie The Chosen, magst du es oder magst du es nicht, aber dort siehst du, dass Jesus einfach neben den Jüngern, die haben quasi sich um das alles gekümmert, dass die was zu essen, was Schlafplätze hat, und Jesus hat geheilt und geheilt und geheilt und hat gemacht und hat Leute befreit, hat Dämonen konfrontiert, alles ist super geworden in seiner Umgebung. Und jetzt sagt dieser Jesus, jetzt wird er erst nochmal richtig in seiner Herrlichkeit sichtbar. Alles, was bis jetzt war, was euch schon zum Staunen gebracht hat, war noch nichts. Jetzt kommt die wirkliche Herrlichkeit. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es, bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein, und wer mir dient, dem wird mein Vater ehren. Mir kam sofort dieser, wo ich das gelesen habe, Jesus war klar, es braucht Multiplikation. Es reicht nicht, dass Jesus quasi über diese Welt läuft und ein paar wirklich kraftvolle Predigten hält und kraftvolle Dinge wirkt und dann irgendwie passiert das Lauffeuer, sondern Jesus war klar, er ist ein Same, er ist ein Startpunkt. Und alles, was danach kommt, das wird wie ein Netz ausgerollt. Das bedeutet, ganz, ganz wichtig für dich zu begreifen, welchen Stellenwert du im Reich Gottes hast. Du bist nicht irgendwie die ganze Zeit verdammt, quasi so in der dritten Reihe zu stehen, Jesus anzustarren und zu sagen, krass, was der alles kann, sondern du bist berufen, selber so ein Korn zu werden, selber quasi aus ihm herauszuwachsen und zu sagen, ich bin in diese Welt genauso hineingestreut, wie Jesus hineingestreut war, um diese Botschaft hineinzubringen, in diese Welt. Du bist nicht schlechter, du bist einfach ein Erbe dessen. Jesus als Korn in der Erde gestorben, es ist eine Pflanze daraus geworden und du bist an dieser Pflanze gewachsen. Und wer ein bisschen ein Farmer in sich hat quasi, ein Bauer in sich hat, der weiß, dass das mit diesen Körnern dann Jahr für Jahr weitergeht. Ein Teil davon wird vielleicht irgendwie zu was verarbeitet, aber ein Teil kommt auch immer wieder in den Boden, damit es im nächsten Jahr wieder Ernte gibt. Und du bist genauso ein Teil. Das heißt auch ein Stück weit, das gleiche Erbgut quasi, alles, was Jesus in sich hat, das steckt in dir. Nachfolge hat mit Sterben zu tun. Und Sterben jetzt nicht in unbedingter Hinsicht, dass wir alle am Kreuz quasi sterben müssen, als Zeichen, so wie Jesus das gemacht hat, sondern sterben müssen manchmal Dinge in uns. Sterben müssen manche Vorstellungen, die wir von unserem Leben haben. Ich glaube, wenn du einfach dich mit Menschen unterhältst, dann hörst du ganz viele Dinge, was sie für Wünsche oder Sehnsüchte in ihrem Leben haben. Und dann passiert es mir ganz oft, wenn ich dann sowas höre oder was sehe, dass ich merke, oh, das will ich auch. Und dann kommt irgendwann manchmal dieser Punkt, dass ich merke, nee, Gott hat andere Vorstellungen für mein Leben. Und das fühlt sich im ersten Moment wie Verlust an, weil ich gedacht habe, das ist cool. Aber im zweiten Moment hat es damit zu tun, dass Gott genau weiß, was er mit meinem Leben vorhat und was gut für mich ist und was auch nicht mein Ding ist. Was auch manchmal sterben muss, sind Prinzipien dieser Welt. Wir sind nicht irgendwie gemacht, dass wir alles das erfüllen, was diese Welt uns sagt. Wir müssen nicht reich werden. Wir müssen nicht ein super Erbe an unsere Kinder weitergeben. Wir müssen nicht alles in unsere Rente investieren. Wir müssen nicht der Beste sein. Wir müssen nicht der Größte sein. Wir müssen nicht das Beste aus uns herausholen, sondern das, was wir müssen, ist diesen Jesus vor Augen zu haben. Und wenn du das manchmal von außen betrachtest, dann wirst du merken,
Das ist wie so ein Rad, wo du manchmal drinsteckst, quasi, was dich gefangen nimmt. Und ich merke das ganz oft in meinem Arbeitsalltag, dass ich anfange, nach links und rechts zu schauen. Dann gucke mir manchmal so andere Firmen an, gucke mir andere Chefs an und denke, was machen denn die eigentlich so? Und dann merke ich, da entsteht in mir so eine Unzufriedenheit. Und an dem Punkt komme ich dann aber ganz oft, dass ich sage, Jesus, was willst du eigentlich, was soll ich denn eigentlich machen? Und dann kommt wieder ganz viel Frieden. Weil ich dann merke, nee, das ist, ich soll nichts nachmachen, sondern ich darf in anderen Menschen sehen, dass Gott sich verherrlicht, aber ich darf warten, dass er das in meinem Leben genau auf seine Art und Weise tut. Aber dazu muss was sterben, dazu muss unsere Vorstellung sterben. Vielleicht muss auch unser Egoismus sterben, wenn wir Nachfolge leben wollen. Dieses, es geht erstmal um mich, es geht um meinen Urlaub, es geht um mein Leben, mein Haus, meine Kinder, mein Auto, mein was weiß ich, was ich alles haben möchte. Vielleicht muss das sterben, vielleicht muss auch sterben, dass du über deine Zeit bestimmst zu 100% und dass du genau weißt, was irgendwie dran ist. Wenn du Jesus nachfolgen willst, kann es passieren, dass das genau alles auf diesen Tisch gelegt wird und Jesus das neu sortieren darf. Und ich will dir trotzdem nochmal sagen, das soll uns nicht Angst machen, sondern das ist das Beste, was uns passieren kann, dass Jesus alles neu sortiert und dass wir Dinge loslassen, die uns noch so beschäftigt manchmal halten. Vielleicht musst du aber auch dich selbst loslassen und vielleicht ist es auch das, dass Gott uns in diese radikale Nachfolge ruft, die eben nicht das Happy End hat. Das Happy End, dass alles super ist, dass wir, keine Ahnung, über uns tolle Geschichten erzählt werden. Vielleicht ist es auch das, dass wir irgendwann mal vor Menschen stehen, die sagen, Christ oder nicht Christ. Und da wird entscheidet, ob du weiterlebst oder nicht. Es kann ich dir nicht nehmen. In der Bibel steht drin, dass diese Zeiten kommen werden, wo wir als Christen verfolgt werden. Und ich glaube, es wäre dumm, wenn wir sagen, uns passiert es nicht. Wir sind ja in Deutschland, alles sicher, alles super. Wenn du mit Jesus lebst, dann ist es eine Unsicherheit. Es muss nicht zu deinen Lebzeiten passieren. Wir müssen jetzt nicht irgendwie in der Dunkelheit uns verstecken. Aber es kann natürlich passieren, dass Menschen es nicht gut finden, dass du mit Jesus unterwegs bist. Und dass das dich was kosten wird, nämlich vielleicht auch dein Leben. Im Johannes 16, 7 bis 13, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und er wird erst kommen, nochmal, und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Und weiter in Vers 13, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Hier ist dieser Ausblick an die Jünger. Jesus wird gehen, die Sicherheit, die sie hatten, nämlich in Form eines Menschen, der immer irgendwie zu einer gewissen Zeit da war. Manchmal war er auch verschwunden, aber manchmal war er auch da und sie konnten all die Fragen abladen. Auch wenn diese Sicherheit geht, wird eine neue Sicherheit kommen. Es wird was kommen, was in jeden Einzelnen kommt, der vorher mit diesem Jesus unterwegs war und in jeden, der danach entscheidet, mit Jesus leben zu wollen. Es wird der Heilige Geist einziehen und er wird all das mitbringen, was Jesus in Menschlichkeit quasi verkörpert hat hier auf Erden. All das, was Jesus für die Jünger war, kommt in dich selbst. Das müssen wir verstehen. Weil wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir was verpassen. Das ist wie wenn Jesus über diese Welt läuft und du hörst davon und du weißt, das ist der Sohn Gottes, aber es geht gerade zeitlich nicht. Mache ich vielleicht später oder ich lasse es mir erzählen von Leuten, die hinreisen. Ich lasse irgendwie ein paar Bekannte, meine Eltern oder wen auch immer hinfahren und die erzählen mir dann, was Jesus gemacht hat. So ist es eigentlich, wenn ich es verpasse, zu verstehen, dass dieser Heilige Geist in dich ganz persönlich eingezogen ist. Für jeden von euch, nicht nur in mich. Ich stehe heute nicht hier, weil Jesus gesagt hat, der Mitch kriegt eine Schippe mehr und die anderen nichts und dann muss er halt predigen, damit ihr es versteht. Nein, eigentlich dürft ihr euch, eigentlich braucht ihr gar keine Predigt mehr. Eigentlich könnt ihr euch hinsetzen und könnt euch von Gott alles erklären lassen. Der Heilige Geist wird euch alles erklären, was ihr benötigt. Ich weiß, das ist ein Weg und auf dem Weg befinden wir uns, das zu verstehen und das irgendwie auch in unser Herz hineinzubringen und das auch abzurufen, also es zu wissen ist das eine, aber es quasi zu leben, in Zeiten von Not zu sagen, Heiliger Geist, ich gucke jetzt nicht aufs Konto, ich gucke auf dich. Wie willst du mich versorgen? Oder in Zeiten von Krankheit zu sagen, nee, da ist Jesus am Kreuz für meine Krankheit gestorben. Heiliger Geist, komm, Gesundheit kommt aus mir heraus. Das sind Prozesse, die werden uns schwerfallen und die sind gegen unseren Verstand. Aber auch Jesus war gegen unseren Verstand.
Alles, was Jesus gemacht hat, hat die Jünger im ersten Moment dastehen lassen und die haben gedacht, ja, was ist denn jetzt? Warum macht er denn das? Und so geht's weiter. Der Heilige Geist ist nicht dafür bekannt, dass es nach meinem rationalen Denken funktionieren wird. Und danach sage ich, ja stimmt, jetzt wie er es macht, alles super. Es wird uns herausfordern. Was bedeutet es also heutzutage, Jesus nachzufolgen? Es bedeutet nicht, dass wir uns neue Leute suchen, die wie Jesus sind, so die Helden quasi der Bibel oder die Helden dieser Welt, und zu sagen, jetzt renne ich den hinterher und ich höre mir jede Predigt an. Ich will wissen, was der dazu sagt. Ich höre mir genau an, was der zu den kritischen Themen sagt und dann bilde ich mir danach meine Meinung. Wir dürfen uns natürlich Menschen suchen, die uns helfen und herausfordern, die uns quasi zu Themen Informationen oder Dinge bringen, die sie selber verstanden haben. Aber wir sollen sie nicht zu einem Jesus machen, sondern wir sollen verstehen, dass dieser Jesus in uns jetzt lebt. Und es darf ein Beiwerk sein, was von außen kommt, aber eigentlich kommt die Wahrheit aus uns heraus. Und es gibt Leute, die haben Salbungen, das weiß ich. Es gibt Leute, die sind wirklich, keine Ahnung, die erleben quasi nicht nur einmal, dass Menschen gesund werden, sondern die laufen durch einen Raum, so wie wir es an der Bibel lesen, durch das Berühren eines Gewandes quasi sind Menschen heil geworden. Und die Leute gibt es auch heute noch. Die laufen einfach durch den Raum und Menschen werden gesund. Ich weiß, das wird vielleicht, liegt nicht auf meinem Leben, aber ich weiß, dass der gleiche Heilige Geist, der in diesem Menschen lebt, in mir lebt und dass er das Gleiche vollbringen kann. Und deswegen muss ich den nicht als Star haben, sondern ich darf ihn als Ermunterung dafür haben und als, ja, einfach zu verstehen, wie Gott immer noch wirkt und wie Gott lebendig ist. Und es darf mir Hunger machen, danach auch diesen lebendigen Gott in meinem Leben zu erleben. Wir brauchen diese Menschen, um unseren eigenen Horizont zu erweitern. Und wenn ich in mein Leben zurückgucke, hatte ich immer wieder Momente, wo mir Leute begegnet sind, wo ich danach gedacht habe, nein, das will ich nicht. Das ist mir irgendwie eine Schippe zu viel. Das ist irgendwie der Heilige Geist, den will ich nicht. Ich will nur eine abgespeckte Version. Und das hat mir aber geholfen, weil das einen Prozess eingeleitet hat in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, vielleicht bin ich ein bisschen verkümmert in meinem Denken und vielleicht limitiere ich Gott auch so stark, dass es nicht gut für mich ist. Und ich habe im Nachhinein, sind Dinge für mich jetzt normal geworden, wo ich früher weggelaufen wäre und gesagt habe, das möchte ich nicht. Und deswegen ermuntere ich auch dich und ermutige dich, wenn du manchmal in Situationen kommst, wo der Heilige Geist da ist und durch Menschen wirkt oder auf Menschen wirkt und du merkst, dass Angst, irgendwie komische Dinge kommen in dir hoch, dass du nicht wegrennst, sondern dass du sagst, ich will stehen bleiben, Heiliger Geist, ich gebe dir die Chance, das mir selber zu erklären und meiner Angst auch zu begegnen, weil das macht er genauso. Das kann ich dir versprechen. Das ist nicht ein Fremdkörper in dir, sondern der Heilige Geist ist was in dir, was sich mit dir vernetzen wird und was dir die Dinge erklären wird. Der Heilige Geist, den wir quasi anzapfen, den wir lebendig leben können, mit dem wir Beziehung leben können in uns selbst, der uns alles erklären wird, der ist ersetzt Jesus zu 100%. Nicht nur ein Stück, so ein Abklatsch, zu 100%. Jesus hat nicht gesagt, danach kommt einer, der so ein bisschen was von mir mitbringt. Da kommt einer, der ist wie er. Und dann kommen noch solche Sätze, wir werden noch größere Dinge tun. Also das ist nicht irgendwie, dass Jesus das limitiert und sagt, ich war der Größte, ich habe die krassesten Dinge gemacht, sondern da kommt einer, der wird in euch eine Kraft freisetzen, die noch viel stärker ist als das, was Jesus auf dieser Welt wirken konnte. In Johannes 7, 38 bis 39, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Ein Lebensstrom wird in uns kommen. Und so ein Strom hat die Eigenschaft, dass er fließt, dass er aus uns rausfließt. Und das ist das, was wir brauchen, um in dieser Welt Menschen zu begegnen. Du brauchst nicht irgendwie eine tolle Rhetorik zu lernen oder eine tolle Argumentationsstruktur auf die Fragen, die die Welt uns entgegenbrüllt, sondern das Einzige, was wir verstehen müssen, ist, dass dieser Heilige Geist in uns ist und aus uns herausfließen wird. Und dann wird manche Botschaft, wenn du die aufschreiben würdest und dir kurz drei wieder später durchlesen würdest, wird dir dumm vorkommen vielleicht, aber es wird Menschenherzen berühren, weil der Heilige Geist drin ist und weil er die Herzen berührt und nicht deine Rhetorik oder dein allzu tolles Leben. Seid euch dessen bewusst, ihr seid ein Werkzeug, wo der Heilige Geist durchfließt.
Und wenn dieser Heilige Geist in euch ist, dann will ich euch noch zusprechen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass alle Weisheit euch zur Verfügung steht. Die Büchereien quasi dieser Welt. Meine Tochter liebt Bücher. Meine Tochter, die war halt wieder auf dem Flohmarkt, kam nach Hause mit 3 Büchern in der Hand. Die ist wissbegierig, die will lesen, lesen, lesen. Das völlige Gegenteil von mir quasi in der Kindheit. Ich habe nie gelesen. Ich trainiere es mir gerade selber an. Und die will einfach wissen. Und ich kann euch sagen, ich glaube, dass viele unter euch hier sitzen, die gerne wissen wollen, die gerne Dinge begreifen wollen, die Dinge zusammenbauen wollen in ihrem Kopf. Und ich kann dir sagen, das liegt im Heiligen Geist begraben. Genau diese Weisheiten zu verstehen, das ist genauso ein Ding, was der Heilige Geist in euch hineingibt. Nämlich mit ihm Weisheiten dieser Welt auch zu erforschen. Und Weisheit bedeutet auch immer diese Situation in unserem Leben, an die wir kommen, wo wir sagen, ich weiß nicht weiter, wo der erste Moment kommt, ich muss mal zum Pastor gehen oder ich muss mal zum Christ meines, keine Ahnung, der schon Jahre vorweg ist oder zu meinem Großvater oder zu wem auch immer du gehst, um Weisheit zu bekommen. Ich möchte dir sagen, kannst du nutzen, aber eigentlich wohnt eine Weisheit in dir. Und der Heilige Geist wartet darauf, sich auszugießen und zu sagen, mach's so, mach's so, mach's so. Und der Heilige Geist, der in euch wohnt, der will dir Frieden schenken. Frieden ist für uns vielleicht nicht so mit Krieg verbunden, auch so wenn wir einen Fernseher anmachen und Ukraine anschauen. Wir leben relativ friedlich, aber einen Frieden zur Zeit in dieser Welt zu erleben, ist ganz schön schwer geworden, weil es prallen quasi Meinungen aufeinander. Jeder denkt irgendwie die Wahrheiten zu haben und jeder denkt, da muss darum kämpfen, es dem anderen zu sagen, dass er die Wahrheit hat. Und der Friede, dieses Gefühl, dieses, ich bin, egal was in dieser Welt passiert, ich bin in Jesus, ich bin ein Kind Gottes, mir kann das niemand wegnehmen. Nichts auf dieser Welt kann passieren, dass ich das verliere. Diesen Frieden, dieses einfach auch unabhängig von den Dingen, die ich sehe, zur Ruhe zu kommen und zum Frieden zu kommen, quasi das Herz beruhigt zu haben, auf einen normalen Puls wieder zu kommen, das ist was der Heilige Geist dir schenken möchte. Zu jeder Zeit, in jeder Situation. Und wir haben vor uns gelesen, der Heilige Geist, der wird Sünden offenbaren. Nicht, weil er es liebt, dich bloßzustellen und zu sagen, jetzt guck dich doch mal an, wie schlecht du bist, sondern weil er weiß, diese Sünden sind einfach scheiße für dich. Diese Lebensmuster, die du hast, in denen du lebst, die machen dich kaputt und die verhindern, dass ich wirklich dir diesen Frieden schenken kann. Die verhindern, dass ich mit aller Weisheit in dein Leben kommen kann. Die verhindern, dass du die 100%ige Liebe spürst, die ich für dich habe. Und deswegen zeige ich dir die. Und ich lade dich ein, die ans Kreuz zu bringen und die Vergebung Jesu anzunehmen. Und dieser Heilige Geist, der offenbart den Plan für dein Leben. Nicht im Masterplan, wo du jetzt nur noch quasi dann weißt, ich laufe den Weg ab, sondern er wird dir helfen, die Entscheidungen deines Lebens zu treffen. Und das sind nicht nur die christlichen Entscheidungen, welche Gemeinde gehe ich oder zu welchem Seminar, bis welches Seminar besuche ich, um zu wachsen oder wo muss ich irgendwie auf die Straße gehen, sondern damit meine ich dein ganz normales, dein vollständiges Leben, deine Entscheidungen, wo soll ich arbeiten, deine Entscheidung, wie sollst du vielleicht arbeiten, welche Werte sollen dir wichtig sein, deine Entscheidungen, wie viele Kinder soll ich haben, welcher Partner, keine Ahnung, deine Kindererziehung, all die Dinge, die quasi uns tagtäglich betreffen. All dort hat Jesus einen Plan und der Heilige Geist einen Plan und da liegt in dir und du darfst ihn abholen. Und dann sind natürlich noch die Dinge, die ich vorhin schon mal angekündigt habe, die größeren Dinge, als die Jesus gemacht hat. Und Jesus hat tolle Dinge gemacht und ich würde mir wünschen, dass wir das heute noch viel mehr erleben, dass Menschen gesund werden, dass sie von seelischen Sachen geheilt werden, dass die Süchte einfach so papp von uns gehen, wir doktern da lange dran und begleiten Leute und arbeiten und es wäre doch viel cooler, es gäbe irgendwie diesen Moment der Berührung. Und ich glaube, dass es dieses aber gibt. Und auch wenn das jetzt noch nicht da ist, also auch wenn du jetzt manchmal für Leute betest und fragst danach, wenn du mutig bist, so zitternd und ist, hast du was gespürt? Und er sagt, nee, dann lass dich davon nicht entmutigen. Sondern sei treu und stell dich da immer wieder drauf. Und das sage ich mir auch selbst. Ich will mich da selbst draufstellen und sagen, Jesus, du hast versprochen, es werden noch größere Dinge tun. Und die Dinge machen wir ja nicht, um ins Superchristenbuch 2000 einzugehen, sondern die Dinge machen wir, weil wir sehen wollen, dass Menschen frei werden, weil wir sehen wollen, dass Menschen geheilt werden. Jesus, sein Anliegen war es nicht, berühmt zu werden, sondern sein Anliegen waren die Menschen und die Gefangenschaften, die Gefängnisse aufzubrechen und die Leute wirklich frei zu machen. Eins bleibt, wenn wir Jesus nachfolgen. Es gibt so ein
so ein Ding, das ist immer noch da. Und zwar bedeutet, Jesus nachzufolgen, immer noch lernen, Gemeinschaft haben und Dinge tun. Es wird immer so sein, dass wir uns damit mit Gottes Wort und mit ihm auseinandersetzen müssen. Müssen mögen wir nicht so das Wort, aber es ist ein Muss. Um Jesus zu verstehen, um Gott zu verstehen, haben wir ein Buch bekommen, eine Bibel bekommen und wir dürfen Jesus dort drin erkennen. Und wir dürfen erkennen, was Jesus eigentlich will, seinen Willen zu verstehen. Weil in dem Moment, wo du quasi den Lebenslauf Jesu liest oder das Wirken Jesu liest, verstehst du, warum oder wie Jesus denkt und wie er mit Menschen umgegangen ist. Und du wirst Gott verstehen, indem du lernst. Und deswegen ist es auch gut, Seminare zu besuchen. Und wir werden im Herbst ein Seminar über den Heiligen Geist hier haben. Ich weiß jetzt schon, das wird herausfordernd, aber ich will dir sagen, es ist wichtig zu lernen. Es ist wichtig, von Leuten zu hören und seinen Horizont zu erweitern. Und der zweite Punkt, der auch wichtig ist, ist dieser Punkt, Gemeinschaft zu haben. Dieses Punkt, in Gottesdienst zu kommen. Ich bin immer wieder stolperig über die Bibelstelle, war erst diese Woche wieder meiner Lese, wo drin steht, und einige haben angefangen, die Gemeinde quasi, also die Gemeinschaften quasi zu meiden oder andere Dinge zu tun. Ich glaube, dass das immer wieder eine Herausforderung für uns ist, zu sagen, oh, ich würde eigentlich Samstag gerne mal grillen oder ich würde irgendwie Sonntagvormittag, Kirche ist mir zu zeitig und ich brauche ja nicht unbedingt, es gibt ja online alles, was ich brauche. Wir sind gemacht, Gemeinschaft zu haben. Wir sind gemacht, miteinander unterwegs zu sein und uns auch miteinander auszusetzen. Da lernen wir nämlich ganz viel im Miteinander. Da treffe ich auf Menschen, die würde ich im normalen Leben eigentlich nicht treffen. Und die würde ich vielleicht auch nicht zu mir nach Hause einladen, weil die passen nicht so richtig zu mir. Aber die Menschen begreifen Jesus manchmal auf eine ganz andere Art und Weise und du kannst von ihnen lernen. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Nicht nur zum Wohlfühl-Kuschelclub, sondern die Herausforderung, miteinander unterwegs zu sein, Vergebung hautnah zu lernen, quasi indem ich anderen Menschen vergebe, dann kann ich erlernen, wie Jesus mir vergibt. Also das auch ein Stück in der Tiefe zu verstehen. Da liegt ganz viel drin in dieser Gemeinschaft. Deswegen ist es wichtig, quasi es nicht zu lassen, sondern es zu tun. Und es ist kein Problem, wenn du auch mal Samstag grillst, aber du verstehst hoffentlich, was ich damit meine. Der Online-Gottesdienst, der ersetzt nicht dieses Miteinander vor Gott zu kommen und ihn zu loben. Und machen wird auch immer eine Rolle spielen. Du kannst dich bilden, du kannst Leute beobachten, von denen hören, aber wenn du nicht ins Tun kommst und sagst, ich sehe meinen Kranken, ich gehe hin und bete für ihn, dann kann kein Wunder passieren. Also Wunder passieren nicht vom Schaukelstuhl aus und du wirst auch nicht erleben, dass Leute sich ja quasi ihr Leben Jesus geben, wenn du nicht zu den Leuten gehst und ihnen diese Botschaft bringst von Jesus. Sonst wirst du immer in der dritten Reihe es beobachten und sagen, ja schön, dass es passiert, weil mir passiert das irgendwie immer nicht. Warum passiert es nicht? Weil wir uns dem manchmal zu wenig aussetzen und nicht mutig genug sind zu sagen, ich stelle mich da drauf, Jesus sagt, geht hinaus in die Welt, predigt und die Leute werden umkehren, dann lass uns das tun. Und es wird nicht jeder umkehren und es werden Leute dich auslachen, aber es wird Menschen geben, die sagen, ich will das. Ich will mit diesem Jesus leben. Aber das siehst du den Leuten vorher nicht an. Die haben nicht irgendwie so einen Punkt auf der Stirn, dass du weißt, zu dem gehe ich, ist eine 100%-Geschichte, läuft. Es sind oftmals die, die eher nicht danach aussehen. Johannes 14, 26, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Das ist doch cool. Alles, was Jesus gesagt hat, was er gemacht hat, es bräuchte eigentlich das Buch nicht unbedingt, es reicht auch der Heilige Geist, aber cool, dass wir die Bibel haben. Alles liegt dort drin. Jesus kann uns, der Heilige Geist kann uns alles erklären. Und ich will noch ein Ding aufräumen heute, wo ich merke, da rutsche ich selber immer wieder rein. Nachfolge Jesus bedeutet, es ist kein Platz für ein Zwei-Reiche-Denken. Kurz zur Erklärung, es ist kein Platz zu sagen, in der Gemeinde habe ich Jesus und dann muss ich wieder über die Woche in meinen Job zurückkehren oder meine Familie, die noch nicht an Jesus glaubt oder keine Ahnung, wo du hinkehrst. Das gibt's nicht. Es ist dieser Heilige Geist, der ist heute hier in dir und der ist auch morgen oder übermorgen, wenn du wieder auf Arbeit gehst, dort wo die Kollegen kommen, die noch nichts von ihm wissen, die vielleicht auch nichts von Jesus derzeit wissen wollen, auch dort ist er. Und das bedeutet auch, und das haben wir glaube ich noch nicht in der Tiefe ergründet, wir sind schon gut manchmal so im Gemeindefragen, wo geht's mit Gemeinde hin, was machen wir als Gemeinde, wo es geht's, was soll man jetzt tun und was soll man beten, wen soll man einladen. Das Gleiche gilt für dein anderes Leben quasi. Also wenn du es schon so sagen willst, dort wo du Montag bis Freitag oder Montag bis irgendwann bist, dort ist genauso dieser Ruf, Jesus mit hineinzunehmen und zu sagen, was ist dort jetzt dran? Wie soll ich
meine Frage immer wieder, wie soll ich Firma bauen? Welche Werte, was soll ich tun, was soll ich auch lassen? Wie soll ich meinen Mitarbeitern begegnen und wie soll ich ihnen nicht begegnen? Wo kann ich vielleicht manchmal nicht unbedingt durch Worte, sondern einfach durch mein Handeln, durch meine Überzeugung, wie ich lebe, Jesus transportieren? Und sein, ja, einfach, dass die Leute fragen, dort stehen und sagen, wie geht das? Das braucht's. Und wir sind alle in diese Welt gerufen. Und ich will nochmal, manchmal hat man so gedacht, irgendwie der vollzeitliche Dienst, das ist quasi so das, das sind die ganz krassen, das ist so das Endding. Also wenn du alles begriffen hast, dann geht's in vollzeitlichen Dienst. Also dann leitest du Gemeinde oder arbeitest hier mit oder machst sauber, keine Ahnung. Es gibt Leute, die sind gerufen, für Gemeinde zu arbeiten, aber es gibt eine Vielzahl an Menschen, die sind gerufen, in dieser Welt zu sein. Und dort zu arbeiten und dort auf Menschen zuzugehen und dort Menschen zu begegnen. Und es sind viel, viel mehr, die dahin gerufen sind. Und deswegen möchte ich euch das zusprechen, dass dort deine Nachfolge ist. Es sei denn, Gott sagt, investier dich in eine Gemeinde und gib dein oder geh in die Mission oder keine Ahnung, was dort euch für Dinge sind. Dann tut es natürlich und sag nicht irgendwie, nee, das will ich nicht hören. Sei dort treu. Aber wenn du das nicht hörst, dann sei treu an der Stelle, wo du bist. Und lerne dort zu leben, wo du quasi hingestellt bist. Und der letzte Punkt, so als, was bleibt da noch übrig, warum treffen wir uns eigentlich da noch hier, so dieses, was ich vorhin schon so oft angeschnitten habe. Der Gottesdienst ist der Platz, wo Gott gelobt wird. Für die Dinge, die er eigentlich unter der Woche tut. Das wäre doch eigentlich cool, dass wir hier zusammenkommen, Samstagabend, und dann erzählen wir uns gegenseitig, was diese Woche passiert ist. Wo die Menschen gesund geworden sind, wo wir auf der Straße unterwegs waren, wo wir einfach Leuten die Botschaft weitergegeben haben und die Leute haben gesagt, ja, dann will ich mehr davon hören. Und vielleicht hast du noch welche mitgebracht und wir können einfach gemeinschaftlich Gott loben. Und das steht aber in Apostelgeschichte 2, 44 bis 47. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es ihnen an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Ihre große Freude, in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist eigentlich Gemeindeleben. Da geht es gar nicht so um das, wir kommen hierher und mal gucken, dass vielleicht Gott uns irgendwie ein bisschen berührt in unserer Not, sondern wir haben schon so eine Beziehung, wir leben schon jeder so mit diesem Gott zusammen und wir kommen hier zusammen und haben Blick füreinander, wir helfen uns ganz praktisch. Es heißt nicht immer, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass das Konto voll ist oder dass das Auto funktioniert oder dass das alles super ist, sondern dort brauchen wir uns gegenseitig zum Ermutigen, füreinander beten. Aber es braucht es auch, und deswegen am Anfang nochmal das, es braucht auch dieses Gott auszusprechen, was tut er Tolles in unserem Leben? Was passiert jeden Tag, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Wo passieren die Dinge, wo die größer sind, auch die Jesus gemacht hat? Oder vielleicht reicht es auch, wenn die gleichen Dinge passieren, die Jesus gemacht hat? Und das uns gegenseitig quasi zu erzählen, nicht aus eigenem Stolz und wie toll ich bin, sondern aus dem, weil Gott damit groß gemacht wird. Das ist eigentlich Lobpreis. Ja? Lobpreis, wenn wir hier singen, ist nicht irgendwie dafür da, dein Herz emotional so zu berühren, dass du irgendwie aufgebrochen wirst und dann vielleicht eine Träne aus deinem Auge rutscht und danach geht es dir besser, sondern eigentlich ist der Lobpreis da und deswegen ermutigen wir euch immer, am Anfang aufzustehen und zu sagen, Gott, ich bin hier und ich finde es toll, dass du hier bist und deswegen lobe ich dich und ich preise dich für das. Und wenn dann manchmal solche Dinge noch passieren, dass das so gefühlt so versteinerte Herzen quasi weich werden oder was wir alles manchmal so singen, das passiert tatsächlich, aber das ist nicht der erste Grund. Der erste Grund ist doch, dass wir ihn loben für das, was er ist. Das waren die Punkte, die mir in der Nachfolge wichtig geworden sind. Und vielleicht buchstabieren wir Nachfolge nochmal neu in unserem Kopf, nämlich nicht dieses, da läuft einer an uns vorbei, sagt, komm, folge mir nach und dann laufe ich hinterher und guck mal, was er macht. Sondern vielleicht finden wir dort für uns eine neue Definition, für jeder Einzelne für sich, was für ihn gerade Nachfolge bedeuten könnte. Und gerufen sind alle. Jeder, wie er heute hier sitzt, ist gerufen, ein Nachfolger Jesu zu werden. Und ich sage dir, in jedem von euch, wenn du bekennst, dass du mit Jesus unterwegs sein möchtest, kommt dieser Heilige Geist. Du musst nicht auf Pfingsten warten, kannst du machen.
zwei Wochen, wann ist Pfingsten? Ja, in zwei Wochen kommt er vielleicht in dem Moment, aber jeder von euch kann sagen, Heiliger Geist, ich weiß, du wohnst in mir und ich jetzt ist die Zeit, wo ich alles davon nehme, wo ich nicht nur den Teil nehme irgendwie, wo bis jetzt immer so Heiliger Geist für dich draufstand, sondern das ganze Ding, was da in dir wohnt, dieser ganze Gott, der in dir wohnt, den lasse ich jetzt raus. Darauf würde ich mich echt freuen, für mich selbst und für uns als Gemeinde und für diesen Ort und alles, was hier ist, dort, wo wir hingestellt sind, für unsere Arbeitsstellen, für unseren Nächsten. Weil dann passiert es, glaube ich, dass Erweckung aufbricht. Dann passiert es, dass Leute sagen, diesen Jesus will ich auch. Ich finde es cool, dass bei denen hier steht, die waren geehrt oder geschätzt in der Bevölkerung. Also die waren nicht irgendwie verlacht, die Christen. Die glauben an den toten Jesus und die waren geschätzt, weil sie so einen Umgang miteinander gepflegt haben, weil sie einfach so eine Überzeugung und so viel Heiliger Geist in sich hatten, der rausgeflossen ist, dass die Leute gesagt haben, wow, das ist krass. Und ich glaube, dass diese Welt uns auch wieder schätzen kann. Die wird es vielleicht auch an manchen Stellen hassen, aber es wird Leute geben, die werden Jesus in deinem Handeln erkennen und werden sagen, das will ich auch. Und da komme ich mit dazu, zu dem Team will ich dazugehören. Genau. Ich bete jetzt. Wir haben noch ein bisschen Lobpreis. Und die Band darf gerne nach vorn kommen. Und wenn du irgendwie merkst, irgendwie das ist für mich dran, das nochmal neu nachzufolgen quasi, Nachfolge nochmal neu zu buchstabieren, dann kannst du ja gerne mal so diesen Schritt tun und kannst sagen, Jesus, ich mache ein paar Schritte auf dich zu. Das ist manchmal das, wo wir sagen, komm doch hier vorn her und stell dich mal vor ihn und sag, Jesus, ich bleibe nicht sitzen. Ich bleibe auch nicht an der Ecke stehen, wo ich immer stehe, sondern ich mache ein paar Schritte. Und das mache ich nicht nur innerlich, wie wir Deutschen das so oft machen. Entscheide das in meinem Kopf oder zu Hause. Wenn ich dann zu Hause bin, dann treffe ich die Entscheidung vielleicht. Sondern ich mache das jetzt, wo der Heilige Geist sagt, jetzt ist Zeit zu entscheiden. Jetzt ist der Moment, wo es nicht mehr anders wieder rausgeht. Sondern jetzt ist der Moment, Konfrontation mit deinem eigenen Leben, ein sichtbares Zeichen zu setzen. Jesus, ab heute will ich es anders machen. Weil du einfach mächtig bist. Und Jesus, dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass du mächtig bist. Ich danke dir dafür, dass du eben nicht am Kreuz gestorben bist und dann irgendwie nur ein Geschichtsbuch zurückgeblieben ist, sondern dass du erst mit ganzer Kraft in uns hineingekommen bist. Dass jeder von uns 100% Jesus in sich hat. Jeder von uns 100%igen Zugang hat zu dir. Danke, dass wir uns nur selber limitieren können, aber dass du nicht irgendwie limitierst. Und ich danke dir, dass du für viele in diesem Jahr, und das habe ich gespürt in der Vorbereitung, dass du für ganz viele solche Einschränkungen, die wir uns selber gemacht haben, dieses Jahr niederbrechen wirst. Und ich danke dir, dass du viele von uns in diesem Jahr herausfordern wirst und dass das ein Jahr ist, wo wir dem Heiligen Geist mehr Raum in unserem Leben geben werden. Und ich danke dir, dass man uns auch Angst machen wird an manchen Stellen und dass das uns wirklich herausfordert, weil das eben auch was Großes ist. Wenn du kommst, das ist nicht irgendwas was Kleines, was keiner merkt, sondern wenn du kommst, dann ist es spürbar. Und ich bete, Herr, dass du wirklich deinen Weg mit uns gehst als Gemeinde. Dass du das, was du dieses Jahr geplant hast, dass du es umsetzt. Und ich gebe dir, auch wenn ich nur einer von vielen bin hier, will dir einfach diese Freiheit geben dafür, das in meinem Leben zu tun und in dieser Gemeinde zu tun. Wir brauchen das. Wir brauchen, so wie die Jünger Jesus gebraucht haben, ihm zu folgen, so brauchen wir dich, Heiliger Geist, in deiner ganzen Stärke und Kraft und in deiner ganzen Fülle, um dir zu folgen. Komm, Heiliger Geist. Zeig, wo du schon da bist und zeig, wo du noch ran willst, wo du uns überraschen willst. Klopf einfach so an diese Türen, die noch so verschlossen sind, wo wir vielleicht auch blöde Erfahrungen gesammelt haben, wo wir umgekehrt sind, weggerannt sind. Heiliger Geist, ich lade dich da wirklich ein, dass du jedem zeigst, was Fülle bedeutet in der nächsten Zeit. Amen. Lass uns mal dieses Lied jetzt nutzen, um das...